Hermit und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, du hattest ein wunderschönes Imbolc, denn das hatten wir ja letzte Woche am 2.2. Heute werde ich noch mal ein bisschen auf meine natürliche Altardeko eingehen, die ich verwendet habe in meinem Imbolc-Altar-Video. Und zwar Efeu und Lebensbaum und werde dir so ein bisschen darüber erzählen, wofür es in der Magie steht und angewandt wird und auch eben als Heilpflanze, denn beides sind auch Heilpflanzen. Ganz zu Beginn möchte ich dir noch sagen, dass du so giftige Pflanzen wie Efeu und Thuja besser immer nur mit Handschuhen berühren solltest und auch mit Handschuhen definitiv ernten. Das habe ich auch getan. Also als ich die beiden Pflanzen geerntet habe, bevor ich das Video gemacht habe mit meinem Imbolc-Altar, habe ich auch Handschuhe getragen, nur in meinem Altar-Video halt nicht. Und habe auch vergessen zu erwähnen, aber das hole ich jetzt hier nach. Ich glaube, Efeu kommt dir am meisten bekannt vor, auch als Heilpflanze. Und erzähl dir erstmal so grundlegend, wofür es steht. Also beim Efeu gibt es über 300 Arten. Wie du siehst, habe ich auch eine andere Art genommen als der gewöhnliche Efeu. Denn sonst kennt man ihn mit mehreren Zacken, mehr oder weniger 5 Zacken, glaube. Und ich habe, glaube ich, einen recht dreizackigen Efeu, weswegen ich erst nicht wusste, dass es Efeu ist. Aber ihr wart so lieb und konntet mich aufschlauen, dass es Efeu ist. Ich hätte es natürlich auch nachgucken können, das war doof von mir, dass ich es nicht gemacht habe. Aber okay, der Efeu steht für Treue und Liebe über den Tod hinaus, aber auch für die Wiedergeburt, wo sich ja dann auch das Unendliche wiederfindet, die Ewigkeit. Efeu findet sich somit auch oft an Grabmälern. Da steht es dann halt auch wieder für die Liebe und die Treue über den Tod hinaus und wird auch gerne als Grabschmuck zu Allerheiligen verwendet. Ansonsten steht Efeu noch für die Familienbande, Zusammenhalt, Zusammengehörigkeit, Freundschaft, Fruchtbarkeit und die Heiterkeit. Also wie du siehst, es ist ein sehr fröhliches Thema, was damit umhergeht und es hat viel mit Liebe, Freundschaft und auch der Unendlichkeit zu tun, also der Wiedergeburt und Ewigkeit. In der griechischen Antike war der Efeu dem Gott Dionysos geweiht, ich krieg's einfach nicht richtig ausgesprochen im Moment, und wurde dem Wein zugegeben, um den Rausch zu erhöhen und möglicherweise auch den Kater zu verhindern oder zu mildern, der nach dem Saufgelage drohen konnte. Jedoch ist es heute widerlegt, dass man damit einen höheren Rausch erzielen kann. Jedoch die Beeren, meiner trägt auch im Moment Beeren, mein Efeu, sind sehr giftig und können bei der Vergiftungserscheinung Halluzinationen hervorrufen, weswegen vielleicht die Griechen damals dachten, dass es den Rausch erhöhen oder verbessern würde. Bei den Kelten wurde der Efeu häufig in Wasserquellen gegeben oder eben in fließendes Gewässer, um für saubereres und reineres Wasser zu beten oder zu bitten. Und eben auch die Gottheiten der sprudelnden Quellen und auf fließenden Gewässer gnädig zu stimmen. In der Magie wird häufig Efeu leider auch schwarzmagig eingesetzt, und zwar um irgendwie ja Beziehungen zu trennen, aber es kann auch Beziehungen stärken oder die Zusammengehörigkeit stärken. Es kann also in beide Richtungen verwendet werden, aber ich rate dir davon ab, damit irgendwie Freundschaften und Beziehungen trennen zu wollen, denn das lehne ich ab. Ebenso kann aus Efeupulver hergestellt werden, also aus getrockneten Efeublättern und die dann zerstoßen. Die werden häufig dann für die Magie verwendet. Dann kann sie auch als Räucherung verwendet werden, wobei ich davon abrate, wenn man nicht gerade botanisches Wissen hat, damit Pulver, Tinkturen und Salben herzustellen und auch Tees. Also womit es halt angewandt werden kann. Ebenso kann der Efeu für Umschläge und auch Waschungen verwendet werden, denn als Waschung kann er nämlich mit als Sud Kopfläuse bekämpfen. Aber dazu gehe ich gleich noch mehr ein, wenn ich auf die Anwendungsbeispiele in der Medizin komme. Es gibt auch ein Orakel, das früher gern verwendet worden ist, in der Matthiasnacht, 24.02. für junge Mädchen meistens oder ja junge Frauen, die wissen wollten, ob eine Hochzeit im nächsten Jahr bevorstehen wird. Und zwar wurden einzelne Efeublätter ins Wasser geworfen und trieben diese aneinander. So stand im nächsten Jahr eine Hochzeit bevor. Und es gab auch eine Bauernregel früher, die besagt hat, wenn der Efeu schön blüht, dann gibt es viel Wein. Aber es gibt auch einen negativen Aberglauben, der besagt, dass das Eheglück zerstört werden könne, wenn man Efeu mit ins Haus bringt. Aber daran glaube ich nicht, sonst hätte ich kein Efeu ins Haus gebracht, denn ich möchte ja mein eigenes Eheglück nicht zerstören. Aber daran glaubten die Leute früher, dass es halt das bringen würde. Und genauso hieß es, Priester dürften kein Efeu berühren, weil er einen gefangen halten würde auf Ewigkeit. Bei der Medizin wird Efeu häufig für Erkältung, Keuchhusten, Husten,
sämtliche Art angewendet, vor allem wenn das ein produktiver Husten ist, also mit Schleim, da der Efeu schleimlösend wirkt. Und äußerlich kann der Efeu, wie gesagt, gegen Kopfläuse angewandt werden als Sud oder eben unter ein Pflaster auf Hühneraugen gegen Hühneraugen. Ebenso soll Efeu gegen Hautausschlag wirksam sein, gegen Gicht und Rheuma, gegen Verbrennungen und Warzen. Und Efeu hat sogar eine straffende Wirkung. Also in der heutigen Kosmetik wird Efeu häufig gegen Zellulite angewandt oder andere Anti-Aging-Produkte. Also es ist häufig irgendwie wiederzufinden in kosmetischen Produkten. Äußerlich soll es auch gegen Schuppen verwendet werden können, aber auch gegen Zahnschmerzen, weil es eine schmerzlindernde Wirkung haben soll. Durch eine Efeu-Räucherung soll man mit seinem Unterbewusstsein in Kontakt treten können, um Probleme herauszufinden und diese auch zu lösen. Also es gibt Mut, sich dem zu stellen, dem Problem, und erdet aber auch. Und früher wurde häufig mit Efeu geräuchert, wenn man mit seinen Ahnen in Kontakt treten wollte. Und wenn man das eingenommen hat und nicht damit umgehen konnte oder eben zu hohe Dosen genommen hat, dann kann es eben zu Erbrechen, Übelkeit und Durchfall kommen. Und ja, die Beeren, die sind besonders giftig. Ebenso kann es durch die Berührung des Efeus zu Hautreizungen und allergischen Reaktionen geben, wenn man eine empfindliche Haut hat. Nun komme ich zu der zweiten Pflanze, die ich verwendet habe, Thuja, auch Lebensbaum genannt. Der Lebensbaum, der kann noch viel älter werden als Thuja, nämlich bis zu 1500 Jahre alt, und ich glaube, auch daher kommt sein Name Lebensbaum und auch dadurch, dass damals die Indianer, glaube durch Thuja, die Krankheit Skorbut geheilt haben. Sie haben nämlich einen Tee dadurch hergestellt, der sehr Vitamin C haltig war, und schon waren die Skorbut-Erkrankten geheilt. Der Lebensbaum bzw. Thuja gilt als Symbol des Lebens, für die Lebensfreude, gilt aber auch als Trauerbaum, weswegen er häufig auch auf Friedhöfen zu finden ist. Aber wenn man traurig ist und deprimiert und seine Lebensfreude verloren hat, soll Thuja einem helfen, diese wiederzufinden. Als Räucherung soll Thuja das Böse vertreiben, aber auch die Identität stärken und die Seele und den Körper wieder sich verbinden lassen. Bringt also eine Wiederverbindung des Seele und der Körper und stärkt damit die eigene Identität. Thuja soll auch die Selbstbestimmung stärken und die innere Freiheit geben. Man soll sich auch mittels einer Thuja-Räucherung gut von manipulativen Übergriffen lösen können. Schwangere sollten jedoch mit Thuja sehr vorsichtig sein, von Räucherungen mit Thuja Abstand halten, denn früher wurde in den Klöstern Thuja auch häufig als Abtreibungsmittel verwendet. Ebenso gilt Thuja auch als Wächter des Totenreiches, weswegen wir ihn häufig auch auf den Friedhöfen finden. Damals wurden mit der Räucherung aus Thuja die Räume eines Verstorbenen ausgeräuchert und die Wände auch mit den Blättern gewaschen und ebenso mit Thuja einbalsamiert. Thuja wird auch als Heilpflanze genutzt und ist häufig als Mittel gegen Warzen heute noch zu finden oder eben gegen fettige Haare und Schweißgeruch. Ich empfehle aber hier auch, Thuja besser nur draußen zu verräuchern, weil es nämlich die Schleimhaut auch angreifen kann. Thuja wird auch manchmal gegen Schnupfen angewandt. Es ist überliefert worden, dass das auch gegen Schnupfen hilfreich sein kann, die Thuja-Räucherung. Aber es ist halt dann widersprüchlich, dass es die Schleimhäute angreifen kann. Aus den Triebspitzen des Thujas werden auch Einreibungen gegen Rheuma hergestellt und auch ein Tee als wassertreibendes Mittel, also als Diuretika. Ja, und das ist so alles, was ich zu den zwei Pflanzen gefunden habe und dir so mitgeben wollte auf den Weg, und dass du auch auf jeden Fall mit den beiden Pflanzen und generell mit allen möglichen Pflanzen vorsichtig umgehen sollst, vor allem wenn bekannt ist, dass sie giftig sind, wie die beiden, dass du ja am besten Handschuhe tragen solltest, wenn du sie anfasst und vor allem, wenn du sie erntest, weil auch der Harz oder überhaupt die Flüssigkeit, die in Thuja steckt, der Saft des Thujas, Hautreizungen und Hautätzungen verursachen kann, weswegen wohl er ganz gut bei Warzen hilft. Das wollte ich jedenfalls noch erwähnt haben, dass man vorsichtig mit beiden Pflanzen sein sollte und auch bei anderen giftigen Pflanzen, vor allem auch in Kontakt mit kleinen Kindern und Haustieren. Also, dass du immer gucken solltest, dass es weder mit Kindern noch mit Haustieren in Kontakt kommt, weil es auch für unsere geliebten Haustierchen giftig sein kann und giftig ist. Da können nämlich ähnliche Reaktionen hervorgerufen werden wie bei uns Menschen, nämlich übergeben,
Krämpfe und alles Mögliche. Also keine schönen Sachen und kann auch teilweise zum Tode führen. Zumindest, ich glaube, die Beeren des Efeus. Ich hoffe, ich konnte dir noch ein bisschen etwas mitteilen über diesen beiden Pflanzen, dass du auch noch ein bisschen dazugelernt hast. Ich habe selbst auch noch etwas dazugelernt, als ich hierfür recherchiert habe. Ja, und ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und möchte dann an dieser Seite noch meine letzten beiden Videos verlinken und auf dieser Seite kannst du mich kostenlos abonnieren. Und ich wünsche dir dann eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Dienstag. Blessed be!